Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und wir stehen immer noch voll im Eindrucke der neuen Version 4.3, wo ja das Volk Angmar hinzugekommen ist. Und deswegen spielen wir jetzt ja auch gerade die neu erschienenen Arnor-Karten so langsam durch. Ja, zuletzt haben wir bei der Festung von Amon Sul diese mit Arnor gegen Angmar verteidigt. Heute drehen wir den Spieß wieder um und spielen erneut Angmar, und zwar auf der Karte Vorochels Ödeland. Dieses eisbedeckte Land im fernen Norden ist ein vortreffliches Schlachtfeld. Ja, und zu eben jenen werden wir es machen. Wir spielen natürlich, wie sollte es anders sein, gegen unseren Erzfeind erneut, gegen Gondor bzw. Arnor. Diese Konstellation bietet sich einfach am besten an. Und ja, auf dem vortrefflichen Schlachtfeld, wie sollte es anders sein, spielen wir auch den Spielmodus Schlacht. Hier sind die maximalen Kommandopunkte verdoppelt. Arnor als Gegner auch schwer, eine einfache Zweierkarte. Ich denke, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir legen einfach los mit Vorochels Ödland. Auf geht's! Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir erneut mit Angmar den Sieg erringen können. Ich bin gespannt. Ich befehlige die Leibeigenen. Dann holt jemand ein paar Gundabad-Krieger ran. Leibeigene, mir nach, wen soll ich unserem Banner unterstellen? Du genauso. Ich ziehe in die Schlacht. Und dann können wir mal den guten Drauglin schon mal rekrutieren. Ja, wollen wir mal sehen, wie es hier so läuft. Hier setzen wir erstmal eine schöne Wolfshöhle hin. Widerrede, ihr Würmer. Und hier ein Hügelmenschendorf. Ruhe, ihr Magen. So. Du kannst dich mal in den Wolf verwechseln, dann bist du ein bisschen schneller und da hochgehen. So, wo wollen die hin, ist die Frage. Na gut, wir werden es sehen. Wahrscheinlich zu uns ins Lager mit. Hier richten wir mal ein Hügelgrab. Und dann... Wobei, du kannst einfach mal direkt da drauf. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ich befürchte nur, die Orks keine Widerrede, ihr Würmer. Können da wenig entgegensetzen. Steht nicht herum. Ihr lockt sie mal da weg, bitte. Ruhe, ihr Magen. Dann gehen wir gleich in den Zweikampf und du holst deine Wölfe. Der Feind keine greift Widerrede, ihr Würmer. Ihr macht, was euch gesagt wird. So. Dann sollte das eigentlich ganz gut wir passen. Ruhe, ihr Magen. So, und dann nehmen wir nochmal das Kriegshorn Angmars, lasse die Hörner Angmars erschallen, 25% Angriff. Wir werden nämlich auch ein wenig heute einen anderen Fähigkeitsbaum als zum Beispiel in der Völkervorstellungsfolge gehen, auf jeden Fall. Ja, und in der Völkervorstellung habe ich ja versucht, alle Helden irgendwie ja, mit einzubinden, alle Truppen mal zu zeigen. Heute werden wir mal versuchen, den Sieg mit einer ganz bestimmten Art von Truppe zu erringen. Ich bin mal gespannt, inwieweit das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ihr macht, was euch gesagt wird. Das hat schon mal gut funktioniert. Der Feind hat unser Lager erreicht. Ruhe, ihr Magen. Hört mir zu, ihr Magen. Und hier, ihr Ork-Bataillon, ihr könnt mal schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen. Da oben das nochmal einnehmen. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ihr könnt da mal gucken. So, Draugi. Sehr schön. Gehen wir. Die Fänge des Todes. Dann darfst du dir die gleich mal holen. So, und da steht tatsächlich noch nichts. Dann setzen wir doch da auch nochmal so eine schöne Düster-Wolfhöhle hin. Die kostet nämlich nur 100. Ruhe, ihr Magen. Und mein Lager des Feindes entdeckt. Kann sich immer ganz gut verteidigen. Karte ist auch recht klein. Die Festung ist hier gleich schon. So, und hier bauen wir nochmal ein. Hört mir zu, ihr Magen. Hügelmenschendorf. Wir haben unsere Befehle. Vorwärts. So, ich kann dir mal erklären, was ich mir heute für eine Taktik zurechtgelegt habe. Heute möchte ich mal mit den Männern Khan-Dooms richtig auf die Fresse hauen, also mit der Standardinfanterie. Und dafür werden wir den Helden Mornamat ranholen, der Anführer Khan-Dooms, denn der hat sozusagen eine Symbiose, kann man vielleicht so sagen. Auf jeden Fall ja, ist er eben mit den Männern Khan-Dooms besonders stark, die wir hier in diesen Hallen des Königs errichten können oder rekrutieren können. Halle des Königs, da seht ihr es. Aber wir werden hier erstmal die Verteidigung hochnehmen. So, da unten haben wir ein paar. Das sollte aber gehen. Da
einmal die Kriegshörner Angmars erschallen lassen. Dann passt das schon. Unsere Mühlen werden angegriffen. So, könnt ihr das verteidigen? Zerfetzt sie. Angriff. Ich will ja mal hoffen. Alles andere wäre traurig. So, die kann sich nochmal verwandeln. Sehr schön. Ruhe, ihr Maden. Vorwärts, ihr Faulpelze. Positioniert euch mal da. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir langsam an, auf den guten Mornamat zu sparen. Kostet ja 1,8. Aber der soll uns zum Sieg führen. Das Lager des Feindes entdeckt. Da können wir schon mal eine Halle des Königs errichten. Und schon mal ein wenig... Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Das Lager des Feindes ergründen. Da ziehen wir uns aber mal keine Widerrede, ihr Würmer. Ganz gediegen zurück. Hier können wir mal das Tor schon mal schließen, dass die uns nicht an die Zitadelle gehen. Und dann werden wir sie schön hier erwarten. Da fangen die Wölfe immer ganz gut was ab. Und der erste Tributkarren ist fertig. Können wir mal so ein Nebentor-Upgrade hier hinpacken, weil dann können wir die Tributkarren immer, ohne dass wir das Haupttor öffnen müssen, zur Zitadelle schicken. So. Nicht den guten Drauglin da ganz alleine in die Schlacht schicken. Das fände ich nicht so witzig. So, hinterher. Hinterher. Lasst sie da nicht passieren. So, und dann können wir gleich nochmal einen weiteren Düsterwolf-Zwinger als Erweiterung bauen. Wo sollen wir bauen? So. Nachschub ist unterwegs. Nebentor steht. Das heißt, wir können gleich mal an die Arbeit, Männer. Wo sollen wir bauen? Alles in die Halle des Königs packen. So. Hört mir zu, ihr Mann. Die einen Orks sind platt, die anderen leben noch. Wie es aussieht. Es gibt keinen Ausweg. Zack, sehr schön. Okay. Das da unten können wir noch halten, zumindest momentan noch. Und unsere Baumeister, wir hatten das Ding jetzt schon auf, Stufe 2, dann wird Stufe 3 sein. Aber ich werde noch nichts rekrutieren, denn ihr werdet sehen, die Fähigkeiten Mornamats machen es erst sinnvoll, erstmal... Fürchte den Wolf. Ja, erstmal das Ganze ein bisschen abzuwarten und erstmal Mornamat hochzuleveln. Es ist ja auch cool, dass die Gundamat-Krieger sich hier in der Mitte gemeinsam bekämpfen. Das finde ich schon geil gemacht irgendwo. So. Tja. Witterung aufgenommen. Du kannst dich mal wieder ein wenig umsehen. Gehen wir. Ob wir da nicht irgendwas wieder finden. Zwei Fähigkeitspunkte, dann können wir mal das gefrorene Landhorn holen. Bedeckt einen Landstrich mit Eis. Feindliche Einheiten können sich nur halb so schnell darauf fortbewegen und verlieren sämtliche Führerschaften. Die Jagd kann beginnen. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. So, da kommen gleich einige Truppen raus. Zieh dich mal zurück. Und einen neuen Tributkarren, den können wir einfach mal da ins Zentrum schicken. So, und dann... Na gut, ein bisschen dauert es noch, bis wir Mornamat ranholen können. Mal Drauglin, wenn die da unten gar nicht kommen. Wenn du die nicht ködern kannst, dann hol die doch mal her. Das würde mir besser gefallen. So. Jetzt aber gleich Mornamat, der Anführer Khan Dooms. Die Truppen werden angegriffen. Unser Lager wird angegriffen. So. Kannst du nochmal zwei Wölfe ranholen. Dann nochmal ein Klingenschritt hier. Zack. Dann dein Damage nochmal ein bisschen verbessern. Aber das haben die gleich geplättet. Na gut. Das wird aber schon. Ich denke, das bekommen wir hin. Vor allem, wenn Mornamat dann gleich am Start ist. Jetzt stirbst du. Die wahre Macht ist hier. So, sehr schön. Und hier seht ihr, Machthunger. Mornamat verursacht mehr Schaden, je mehr Männer Khan Dooms sich in der Nähe befinden. Und das kann bis zu 100% mehr Schaden gehen. Deswegen macht das schon Sinn, da einige zu nehmen. So. Fürchte den Wolf. Zieh dich zurück. Gehen wir.
Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Mornomat darf mithelfen. Und wir können hier mal die weiteren Flehen um Gnade findet bei mir kein Gehör. Fähigkeiten ansehen. Blut und Eisen. Voraussetzungsstufe 2. Seine Angriffe verursachen für kurze Zeit hohen Flächenschaden. Entzieht damit jedem Heat allen Männern Khan Dooms in weitem Umkreis eine geringe Menge Gesundheit. Also er pusht sich praktisch an seinen Vasallen hoch und wird immer stärker und schwächt sie dadurch. Stufe 4, dunkles Mal. Der ausgewählte Trupp der Männer von Khan Doom hält ein Zeichen, das seinen Mitgliedern Kraft aussaugt. Aber Stufe 7 wird erst richtig interessant. Edikt von Khan Doom. Mornomat setzt seine Verwaltungsfähigkeiten ein, um die Truppen von Khan Dooms effizienter zu mobilisieren. Die ausgewählte Halle des Königs produziert Männer Khan Dooms dauerhaft zum halben Preis. Und das will ich halt eigentlich haben. Wir werden angegriffen. So, ich mach mal ein paar Schmelzen, dann können wir nämlich die Kosten für Einheitenaufwertung deutlich drücken. Führt mich weise. So. Was soll ich bauen? Können eigentlich auch nochmal eine weitere Halle des Königs bauen. Dann können wir nämlich zwei mit dem halben Preis produzieren lassen. Oh, oh, oh. Wir sind hier fertig. Wobei, ich glaube, Draugline ist schneller. Ich schicke aber Mornomat. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Doch nicht hin. So, und dann bauen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, bis zum maximalen Bonus, würde ich sagen, 6 Schmelzen. Dann können wir hier noch so eine Dunkelstahlschmiede bauen, um die Einheiten Khan Dooms aufzuwerten. Und dann versuchen wir wirklich mal nur mit den Männern Khan Dooms und Mornomat den Sieg zu erringen. So, zack. Es gibt keinen Ausweg. Und den auch nochmal plätten. Sehr schön. Verwandle dich nochmal und guck mal hier ein wenig, was da noch so ist. So, die nächste Schmelze ist fertig. Sehr schön. Führt mich weise. Das werde ich versuchen, dich weise zu führen. Stufe 10, grausamer Ansturm. Presst die letzten Kräfte seiner Verbündeten für einen finalen Angriff aus ihnen heraus. Kurzzeitig dreifachen Angriff, 25% Geschwindigkeit und sind unverwundbar. Dann sterben sie aber das, ja. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Kann uns am Ende nochmal richtig gut helfen. So, du kannst mal mit deinen Wölfen das Ding plätten. Wenn möglich. Na los. So. Ich habe die Macht. Dann zieh dich mal wieder ein bisschen zurück und wir bauen hier unsere letzten beiden Schmelzen. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Und jetzt Blut und Eisen. Das wollen wir doch mal sehen. Wie er da aus dem Maul haut. Sehr schön. Den Orks macht das nichts, weil das ja keine Männer Khan Dooms sind, aber so ist das schon ganz ordentlich. So, Stufe 4 erreicht er und dann können wir hier mal flächendeckend ein wenig die Produktion erhöhen. Gebt nicht so schnell auf. So. Ich möchte, dass ihr leidet. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Wie sieht's hier aus? Oh. So viel Damage macht der gute Draugling halt nicht. Unsere Gebäude werden angegriffen. So, kann auch auf Gebäude gewirkt werden. Dann gucken wir doch mal. Ja, nicht schlecht. Mondsicheln bringen nicht so viel. Aber gut. So, Mornomat heilt sich, sehr gut. Können wir mal hier weiter upgraden, da. Und hier schon mal die Dunkelstahlschmiede bauen. Wir müssen halt nur gucken, er ist nicht sonderlich schnell und hat nicht so viel Leben. Von dem her, darauf müssen wir, denke ich, ein bisschen Acht geben. Aber ansonsten passt das eigentlich schon. Jetzt können wir mal die vergrößerte Schatzkammer bauen. Ja, dann sollte das eigentlich passen. So, das Ding ist bald down. Werkzeug bereit. Die Dunkelstahlschmiede ist bereit. Wir haben viel zu tun. Sehr schön. Werkzeug an die Arbeit, Männer. Dann gleich mal die Dunkelstahlschmiede. Setz das Ding in Bewegung. Und die andere Halle des Königs ein bisschen hochstufen, bitte. So, und dann langsam auch die Dinger hier hochstufen. So, Morni. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Schön mithelfen. So.
Dann stufen wir unsere Schmelzen langsam final hoch. Das Blutvergießen hat begonnen. Was machst du, Junge? Wieso stellst du dich dahin? Die Lust nach Blut ist nie gestillt. So. Sehr schön, und dann zieh dich zurück. Da eine Wolfshöhle errichten ist schon nicht schlecht. Da ist sie nämlich gerade gefallen. So, 1100. Wir können natürlich mal, was sinnvoll wäre, hier unser Tor ein wenig mit... Ja. Ich habe mit Türmen flankieren. So, 279. Na komm. So, dann müssen wir alle Schmelzen hochgestuft haben. Jawohl. Sehr schön. Okay, du ziehst dich mal ganz schnell zurück. Führt mich weise. Ihr macht, was euch gesagt wird. Die Orks können wir mal... Ja, wobei... Keine Widerrede, wir warten noch mal. So, der Kampfturm ist fertig. Da werden sie hochgezogen. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. So, dann machen wir hier mal unsere Boni. Du ziehst dich durch den Nebentoreingang mal zurück. Wir wollen dich ja nicht verlieren. Dann können wir schon mal Dunkelstahl-Klingen und Dunkelstahl-Rüstung erforschen. Euer Flehen um Gnade findet bei mir kein Gehör. Und Mornamat zeigt den Jungs, wie es geht. Und bald hat er seine Stufe 7, die wir so dringend brauchen. So, und die Orks überleben tatsächlich. Hätte ich ja nicht gedacht. So, das Ding lebt noch. Das Ding könnten wir eigentlich auch mal mit Verteidigung ausstatten. Genauso wie das. Das haben wir hochgestuft maximal. Hier können wir danach nochmal Bannerträger ranholen. Jo. Sehr schön. Ich habe die Macht. Der Feind ist nah. So. Da unten kommt ein Trupp. Der soll uns aber nicht scheren. Ihr regeneriert euch ein wenig. Tja, und dann gucken wir mal, ne? Unser Lager wird angegriffen. Du kannst rauskommen. Dunkelstahlwaffen sind bereit. Das ist sehr gut. Das ist alles in einem sehr, sehr gut. Aber wir können Eisfahrt erst bei Stufe 3 erforschen. Na gut, die erforscht er eh noch ein bisschen. Dann können wir schon mal langsam, auch wenn sie jetzt noch doppelt so viel in Anführungszeichen kosten. Eigentlich kosten sie ja normal viel. Die ersten Truppen rekrutieren. Damit Mornamat sein... Wow. Sein Angriffsbonus bekommt. Alter. Lauf. Führt mich weise. Und du hilfst mit. Boah, ich glaube, Trauglin verreckt. Jo. Meine Fähigkeiten stehen euch Hammer gut. Verfügung. Wir gucken mal. Gebt nicht so schnell auf. Ich möchte, dass ihr leidet. So, die Orks sollen auch mithelfen, bitte. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Wir werden angegriffen. Sehr schön. Ja. So, und da haben wir schon die ersten Truppen. Und jetzt kannst du mal Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Das erste Edikt aussprechen und schon. Ihr seht die Elite. Ja, alles zum halben Preis. Das ist schon was Feines. Nur in der einen erstmal, aber das passt ja schon. Wo sollen wir bauen? So, bitte die Dunkelstahlschmiede upgraden. Auf Befehl. Dann wird eben der Angriff Mornamats unser Lager wird angegriffen. Richtig geboostet. Wir sind die Herren der Wälder. So. Blut für den Hexenkönig. Sehr gut. Das ist die Devise. Die Truppen werden angegriffen. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Wir haben jetzt Bannerträger. Könnt. Sehr schön. Weiter. Bannerträger sind auch mit dabei. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Wir sind die Erben Luminaus. Sehr schön. Dienen dem König. Stufen wir die alle schon mal... Die richtig schön hoch. Erforschen hier nochmal die beiden Sachen. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Führt mich weise. Und Mornamat kann hier schon mal mit angreifen. Rennt sie nieder! Wir warten auf die Schlacht. Na los, schießt mit drauf. Wir dienen der Eisen. Er geht auch mal damit drauf. So sollten wir eigentlich ganz gute Vorteile
erringen können. Sie zerstören unsere Mühlen. Wir werden angegriffen. Alter Adler, really? Hier sind die Erben, Numenors. Okay, sie schicken uns Adler. Die Schlacht hat begonnen. Die sollten ja eigentlich nicht so viel Damage machen. Euer Flehen um Gnade findet bei mir kein Gehör. Fürchtet die Eisenkrone. So, sehr gut. Sehr, sehr gut macht ihr das. Tja. Weiter, weiter! Hier würde ich dann sagen, bauen wir so ein Hügelgrab hin. Wir haben jetzt Frostpfeile. Rennt wieder für Angmar! So. Wir kämpfen für die Eisenkrone. Das Blutvergießen hat begonnen. Als ihr euch vorstellen könnt. Na los. Könnt. Angriff. So. Ja, die Adler sind immer noch da. Und was soll ich dazu groß sagen? Sie werden alle fallen. Eispfeile könnt ihr mal bekommen. Pfeile flüstern. Hier können wir mal das Schnee treiben. Verlangsamt Feinde für 25%. Greife unsere Mühlen an. Das ist schon nicht schlecht. Sie werden alle fallen. Die Lust nach Blut ist nie gestillt. So. So soll es sein. Dann könnt ihr mal da noch gucken. Das stimmt auch noch was. Oh, zwei Helden. Na gut. Ich befehle die dunklen Mächte. Zieht euch erstmal zurück. Hier nochmal so eine Höhle. Und dann den Arafant umlegen. Die Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Sehr schön. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und dann den nochmal killen. So. Wir warten auf die Elite. Ihr werdet natürlich nochmal voll hochgestuft. Dann werden wir uns gleich zum Angriff formieren. Gebt nicht so schnell auf. Ich möchte, dass ihr leidet. So, und hier können wir mal den genebelnden Schleier machen. Waldläufer bereit. Sehr schön. Die Schlacht hat begonnen. So. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Alle Truppen versammeln sich mal hier. Das wäre schon ganz gut. Ich überlege, ob ich es wirklich nur mit denen machen soll oder noch ein paar Schleudern, Trollsteinschleudern ranholen soll. Ich denke, ein paar Steinschleudern wären nicht verkehrt. Zieht euch mal ein wenig zurück, Jungs. So, wir haben hier eigentlich alles unter Kontrolle. Stuhlenheit ist unsere Stärke. Das ist auch gut so. An die Arbeit, Männer! Werkzeug bereit! Tribute schön abgeben. Euer Werkzeug bereit! So, ich weiß gar nicht. Ein paar Trollsteinschleudern sollten wir eigentlich noch bauen können. Wir können keine neuen Truppen ausbilden. Wir sind unterwegs. So. Sehr gut. Bandes Grabunholz, wodurch Feinde. Der Feind ist hier! Fertig gemacht werden. Woher wird das angegriffen? Ah, Katapulte, okay. Das fände ich eigentlich noch recht angenehm, dass die bisher noch gar nicht so waren, aber. Fürchtet die Eisenkrone. Naja. Wir warten auf die Schlacht. So. Ich warte nochmal auf die letzte Troll. Ach, die kommt nicht raus, ohne dass das Tor offen ist. Guck mal. Das sind ja auch Dinge, die müsste man mir mal sagen. So. Wo ist die andere? Okay, jetzt kommen sie mit Katapulten an. Und dann haben wir direkt ein paar Kommandopunkte verloren. Unsere Horden können nicht weiter wachsen. Das müssen wir natürlich mal begutachten, aber ich finde die Männer Khandum schon verdammt episch. So, Helden könnten wir jetzt natürlich noch rekrutieren, aber ich möchte es eigentlich wirklich so schaffen. Wir haben den Feind gesehen. Fürchtet die Eisenkrone. So. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Dann werden wir mal Schneetreiben ranholen. Wir warten auf die Schlacht. So. Ihr könnt mal einen Sammelpunkt hier hinsetzen. Und ihr hier hin.
Ich befehle die dunklen Mächte. So, und dann? Zerstört es! Geht's los. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. So. Du schießt mal schön damit drauf. Alles auf aggressiv. Und der Rambock kann sich hier hinten gleich schon mal verdingen. So. Schön Truppen Nachschub garantieren, das ist immer wichtig. So, und dann nochmal zwei Steinschleudern. Auf in die Schlacht. So. Die Lust nach Blut ist nie gestillt. Die Flingen sind hungrig. Ja. So, das Ding ist kaputt. Sehr schön. Dann kannst du mal da drauf ein wenig schießen. Boah. Jetzt haben sie das geplättet, die kleinen Drecksäue. Gebt nicht so schnell auf. Mornamat, du kannst mal... Die Truppen werden angegriffen. Das dunkle Mal auf die machen. Das wäre nicht schlecht. Meine Fähigkeiten stehen so euch zur Verfügung. Ihr werdet geplättet für Mornamat. Sehr schön. Das hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Ihr kämpft kläglich. Na los. Wir dienen dem König. Das Blutvergießen hat begonnen. Auf geht's. Die Lust nach Blut ist nie gestillt. Komm schon, die Nächsten. Wir müssen halt hier nur für genug Nachschub sorgen. So, und so langsam hat die Kaserne auch nicht mehr so viel zu lachen. Blut für den Hexenkönig. So sieht's aus. Ihr kämpft kläglich. Ihr seid die Elite. Gebt nicht so schnell auf. Ihr seid die Elite. Ich möchte, dass ihr lacht. So. Sehr schön. Wir sind die Herren der Wälder. Neue Bogenschützen. Wir sind kampfbereit. Ihr kämpft kläglich. So, sein Angriff wird jetzt halt echt krass geboostet wegen den ganzen anderen. Das ist schon ordentlich. Der gute Morni. Und ich möchte eigentlich nochmal die Stufe 10 Fähigkeit einsetzen. Mal sehen, ob wir die noch sehen werden. Da kommen noch mal ein paar davon. Sehr schön. Jetzt ist er Stufe 10 und jetzt werden wir gleich die letzte Fähigkeit einsetzen. Grausamer Ansturm. Unverwundbar, richtig krasser Damage, aber die werden halt verrecken. So. Ah, der Damage ist jetzt in Ordnung. So. Kaputt machen das Ding. Nice. Jawohl. So. Da freuen sie sich. Ich frage mich, ob die jetzt gleich verrecken. Ja, da seht ihr es. Der Mordamat ist schon ein grausamer Kerl, ey. Aber am Ende haben wir es echt gebraucht und so schwer sehr schön besiegt. Also es war wirklich in Ordnung. Also ihr seht, auch nur mit den Männern kann Dooms, ohne dass man auf Wölfe, Hügelmenschen oder andere Helden setzt. Und Mornamat kann man es hinkriegen. Ich werde auch nochmal vielleicht, weil wir jetzt ja viel Angmar sehen werden, mal mit den Hexenmeistern versuchen zu gewinnen. Wir können ja mal gucken, wie wir es am besten hinbekommen. Lieblingseinheit, die Männer Khan Dooms, wie sollte es anders sein? Bei den Gegnern die Dunedain-Soldaten. Zwei ausgebildete Helden, einer ist gefallen, das war der gute Drauglin, der Wolfsmeister, aber im Endeffekt war schon ein sehr, sehr cooles Gefecht, fand ich taktisch auch mal ein wenig was anderes hier im 2 gegen 2. Haben wir gut gemacht. Jo, das war Vorochels Ödland. Vorochel hatten wir eins schon mal gespielt. Und jetzt geht's weiter mit in der nächsten Folge. Vorod weit, die Ödlande nördlich und östlich der Eisbucht von Voroche. Ich glaube, Angmar macht mir so viel Laune und Arno haben wir schon oft gesehen. Ich werde nochmal Angmar spielen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und
Ciao.